Herzlich willkommen zur sechsten Episode Mitochondrienmedizin unter dem Überbegriff Burnout, saft- und kraftlos und keiner weiß warum. Letzte Woche habe ich Ihnen etwas erzählt über das Brennstoffprofil der Mitochondrien der Thrombozyten. Thrombozyten haben ja keinen Zellkern, können deswegen nicht irgendwie auf das Genom, auf die Genetik, auf die Evolution zurückgreifen und irgendwelche Verbesserungsvorschläge machen, sondern sie müssen mit der Situation, in der sie stecken, klarkommen. Und wir hatten ja einen aktuellen Patientenfall, wo jemand einen unerklärbaren Schwindel hat, der immer mal wieder plötzlich und unerwartet auftritt und für ja, fast eine Nacht anhalten kann, um dann spontan wieder zu verschwinden. Und wir hatten gesehen, dass dort eine Problematik im Glutamatstoffwechsel aufgetreten ist, sodass der Komplex 4 der Atmungskette nicht richtig auf die Energie zugreifen kann und demzufolge offensichtlich in den Nervenzellen, die etwas mit diesem Schwindel, mit dieser Übelkeit, mit dem Erbrechen, mit dem Durchfall zu tun haben, einen extremen Energiemangel haben. Und ich habe Ihnen versprochen, dass ich Ihnen heute den bioenergetischen Gesundheitsindex erklären möchte. Und damit geht es jetzt los. Bioenergetischer Gesundheitsindex, was ist das? Es handelt sich dabei im Grunde genommen um einen kleinen Fitnessparcours für unsere Thrombozyten. Und wenn ich Ihnen das Schaubild mal darstelle und ich schaue zwischendurch mal drauf, damit Sie auch sehen, wo ich gerade bin, dann sehen Sie hier in dem Diagramm an der linken Seite das OCR und eine Zahl von 0, 50 und 100. Und das zeigt uns an die Menge in Picomol Sauerstoff pro Minute, die so ein Mitochondrium aufnehmen kann. Und Sie erkennen in diesem Fall, dass die Basalatmung, also das, was das Mitochondrium in Ruhe macht, ohne dass wir eine besondere Leistungsanforderung stellen, bereits sehr, sehr hoch liegt, nämlich in einem Bereich von geschätzt 75 Picomol oder Prozent dessen, was dort möglich ist. Dann sehen wir im zweiten Bereich, wie die ATP-Produktion zu sehen ist, hier als grüner Balken. Und wir sehen, wie viel Protonen sozusagen unter dieser Leistungsanforderung verloren gehen, weil das Überdruckventil der Mitochondrien aufmacht, damit es sich durch seine eigenen Abgase nicht zerstört. Also ein sogenannter Schutzmechanismus. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die umgesetzte Energie nicht in ATP fruchtet, sondern einfach in heißer Luft endet, also tatsächlich in Wärmeproduktion, ohne dass wir daraus eine wirklich effektive ATP-Leistung haben. Dann wird dem Mitochondrien die Fähigkeit genommen, Sauerstoff zu nutzen. Und wir sehen in diesem roten Balken der nicht-mitochondrialen Atmung, was also an Sauerstoffverbrauch stattfindet, wenn die Mitochondrien nicht mit Sauerstoff Energie gewinnen. Und wir sehen dann im zweiten Schritt, was ist die sogenannte Reserveatmungskapazität, also mit welcher Leistungssteigerung ist das Mitochondrium in der Lage, ein Energiedefizit, also eine Sauerstoffschuld, wieder auszugleichen. Und das Frappierende in diesem Bereich ist, dass Sie rechts im Bild, wo Reserveatmungskapazität steht, dieser ganz kleine grüne Balken, könnte man sagen, einen Wert von quasi nichts haben. Das bedeutet, dass wann immer die Leistungssteigerung der Hirnfunktion gefordert wird, hier eine sehr, sehr enge Kompensationsbreite besteht. Und wenn dann eine Fähr- oder Entsorgungsproblematik dazukommt, also zum Beispiel, wenn der Blutdruck absackt oder irgendein Mikronährstoff mangelt, dann wird diese subklinische Situation klinisch apparent, also das Symptom tritt auf und in diesem Fall des Patienten, es kommt zu diesem gravierenden Schwindel und der Einweisung ins Krankenhaus. Jetzt zeige ich Ihnen dieses einmal an einem weiteren Schaubild und zwar sehen Sie da, inwieweit er energetisch oder eben anaerob, also weniger energetisch Energie gewinnt. Aerob heißt energetisch, heißt, dass die Mitochondrien mit der oxidativen Phosphorylierung über die drei Komplexe der Atmungskette die Energie gewinnen. Und anaerob heißt, dass die Mitochondrien eine anaerobe Glykolyse machen. Und wie der Name schon sagt, geht es bei der
Vergärung oder Energiegewinnung der Anaeroben um die Vergärung, um die Glykolyse von Zucker. Da ist der Name Zucker drin. Glykolyse, Zucker lösen. Und im Gegensatz zur oxidativen Phosphorylierung, wo wir netto 32 ATP aus einem Molekül Glucose bekommen können, bekommen wir hier eben im anaeroben Bereich netto nur 2. Und gleichzeitig eben das große Los, dass wir übersäuern, dass wir Milchsäure produzieren und dass wir den pH-Wert des Gewebes verändern. In diesem Fall den pH-Wert des Nervengewebes. Und insofern, wenn das pH-Optimum sich verschiebt, dann verschiebt sich zusätzlich die Fähigkeit der Mitochondrien, Energie gewinnen zu können. Und in diesem energetischen Phänotyp sehen Sie mit der gestrichelten schwarzen Linie, wie der Referenzpatient oder die Gruppe der Referenzpatienten drauf sein sollte. Und Sie sehen mit dem blauen Balken, wie unser Patient drauf ist. Und links im Feld sehen Sie, dass er im Grundzustand schon etwa genauso viel Sauerstoff verbraucht wie die anderen auch. Und das, was eigentlich kein schlechter Zustand ist, dass er aber auf dem Weg nach rechts nahezu keine Steigerung seiner Kurve hat und demzufolge eben wirklich nur noch Zusatzenergie anaerob, also glykolytisch gewinnen kann und damit zwangsläufig in die zelluläre Übersäuerung gehen muss. Wenn wir uns das Bild in der Zahlenaufgliederung mal anschauen, dann möchte ich Ihren Blick zuallererst auf die mögliche maximale Sauerstoffverbrauchsrate in Picomol Sauerstoff pro Minute lenken. Der ist hier mit 61,21 Picomol Sauerstoff pro Minute benannt und sollte bei einem gesunden Patienten über 500 liegen. Das ist auf diesem Blatt hier der einzige Absolutwert. Das ist das, was wirklich harte Fakten sind. Die anderen Werte sind daraus abgeleitete Rechenwerte. Und Sie sehen, dass der ATP-Grundumsatz, der kleiner 30 sein sollte, hier bereits bei 81,08% liegt. Und die Steigerung ist tatsächlich um 18,92% möglich, sollte aber über 70% liegen. Und beschreibt damit in Zahlen das, was wir gerade im Schaubild gesehen haben. Wenn Sie sich dann die prozentualen Anteile der mitochondrialen Atmung anschauen, dann liegt die nur bei 65,10% und sollte über 90 sein. Bedeutet, dass außerhalb der Mitochondrien schon so viel Sauerstoff verbraucht wird für andere Energieprozesse immunologischer Art möglicherweise, dass eben der zur Verfügung stehende Sauerstoff zu auch oxidativen Folgeprodukten umgewandelt wird, die wiederum die Funktionalität der Mitochondrien deutlich einschränken. Daher wäre ein weiterer therapeutischer Schritt hier auch die antioxidative Kapazität zu prüfen und dann auf ein Optimum zu ergänzen. Die Kopplungseffizienz liegt bei 90,66 und sollte über 99 sein. Das ist unser Protonenleck, was wir auf dem Schaubild gesehen haben. Und die Reserveatmungskapazität ist mit 11,68% angegeben. Das ist dieser kleine grüne Balken oben rechts im Schaubild und sollte über 300% sein. Wenn man sich also diese Zahlen nebeneinander mal betrachtet, dann sieht man, auf welch schmalen Balken dieser ältere Herr balanciert und zu welchen Ausgleichsmöglichkeiten das Nervensystem noch in der Lage ist, denn im Gegensatz zu diesen Thrombozyten, die ja kernlos sind, haben die Nervenzellen ja ein bis mehrere Zellkerne, denen geht es also immer etwas besser als diesen Thrombozyten oder den Mitochondrien der Thrombozyten, aber wir erkennen hier völlig unverblümt, in welcher misslichen Lage sich der Patient tatsächlich befindet. Und das ist das große Aha-Erlebnis, wenn man vernünftige mitochondriale Testverfahren hat und die eben auch deuten kann. Insofern für heute wieder mal Schluss für ein Profil. In den nächsten Wochen werde ich Ihnen weitere Profile erklären, denn es geht ja auch um die allgemeine Leistungsfähigkeit, es geht auch um die Krebsabwehr der Immunzellen und insofern auch mal um ein Beispiel, wo wir das Serum des Patienten dazugeben zu diesen gewaschenen Testverfahren, sodass Sie sehen können, wie ist denn die aktuelle
Situation des Patienten? Kann er durch sein Serum die Leistungsfähigkeit noch steigern oder wird sie noch weiter gesenkt? Und daraus kann man weitere Erkenntnisse gewinnen, wo man therapeutisch ansetzen soll. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.